Für alle, die sich jetzt ein bisschen wundern, das im Hintergrund ist der Soundtrack von Hard to Kill, damals, Steven Seagal Film. Ich wollte euch das jetzt einfach als Vergleich zeigen. Ist doch geil. Passt voll da ins Game hinein und auch die Musik von dem Game ist wirklich aufgebaut wie diese Musik von damals. Also wenn da keine Parallelen sind von den Entwicklern her, dann war sie nicht. Das ist jetzt der Soundtrack wieder, den wir haben vom Game. Ah, es ist schon, die haben sich da einiges an Vorbild genommen. Gefällt mir, aber ich wollte euch das einfach nicht vorenthalten. So, da waren wir schon. It's dangerous to go alone, take a wank with you. Genau. So. Missionen. Da haben wir jetzt einiges an Missionen. Wir werden jetzt einmal kurz die Nebenquests machen. Das war das mit den Wildbohrern von unserem Schmied. Das werden wir jetzt gleich mal anfangen. Werden wir mal angehen. Drücke rechte Maustaste zum Zoomen. Dies geht mit den meisten deiner Fernwaffen. Jo. Viele Waffen haben wir noch nicht probiert. Wir haben sie gerade auf 2 bis 3 maximal eingeschossen. Aber mit denen geht es bis jetzt da recht gut, ja. G-Fresser. Well, they weren't refining fuel out here. No wonder they blew themselves up. What do you mean? They were trying to make black whiskey. Hey, we all need to take the edge off now and then. Right. Tell me about that when you go blind drinking something your buddy mixed up in an outhouse. Hey, Pete's getting blown up. Looks like these guys did both. Fair enough. Well, guess we should head back. Uh-uh, no way. We need to get Smith some crude. You know, Scylla has an operation out here too. I've never seen it, but it can't be far from here. And they're just gonna lend us a cup of sludge? You may need to convince them. Ah, I can be very persuasive. Gut, wir können überzeugend sein. Was sagt unser Keks? Als Gott betrunken war, schuf er die Zivilisation. Ja, das ist gar nicht so zum Ausstreiten. Da ist schon was Wahres dran. Zumindest ein Großteil der Zivilisation. Nicht alle, aber ein Großteil. So, was seid ihr da für nette Kinder? You feel lucky, Mary? Sind jetzt so Explosivkäfer. Deshalb haben die Runenzeichen oben, die explodieren. Kommt man auch ein bisschen als Serious Sam mit diesen wahnsinnigen mit dem Dynamit am Bauch, die dann auf einen zugrennt sind. Da ist was grün. Da bewegt sich etwas grün. Das ist normalerweise nicht gegnerisch, oder? Das ist. Da, die Tiefe will ich gar nicht ausprobieren. Unraffinierten Rain. Irgendwo her da schon wieder Schritte. I'm sure today.
killed today. Skillpunkt, na bitte. You're not the ugliest thing I've killed today. Komponente von der Hast. Wunderbar. Die Hölle kommt mir bekannt vor. Die schaut ein bisschen gleich aus wie die andere, wo wir mal waren. Da geht's genauso runter. Genau. Level-Segmente teilweise kopiert. Mit Cut und Paste. Aber okay, ja. Man darf das ein bisschen machen, wenn man dadurch die Spielhandlung ein bisschen in die Länge zieht, ohne dass man es wirklich massiv bemerkt. Ist okay, ja. So. Da irgendwo. Nett. Habe ich eigentlich jetzt da... Irgendwie habe ich keinen Bogen. Ich dachte mir eigentlich, da habe ich doch einen Bogen. Waffe ausrüsten, zweimal klicken. Ja, wohin? Das ist die Frage. Die Motorsäge. Da müssen wir da her. Ui. Okay, das war so ein Hasenfürst, alles klar. Nice. Da habe ich irgendwo einen Hasen jetzt erwischt, der sich verwandelt hat. Anscheinend ist das aber wahr. Was wir als unglaubwürdig empfinden, ist da in Wirklichkeit wahr. Die verwandeln sich wirklich bestialische Geschöpfe. Und natürlich kommen wir da jetzt nicht rein, weil das Deal nicht aufgeht. Warum geht das Deal nicht auf? Gelockt.
Jetzt fällt mir nur ein. Das ist aber ein super Schloss, muss man ehrlich schon sagen. Ja, Zeichennägel schneiden war mir fest angesagt. Bleiben Sie liegen, das ist das Beste für Sie. So, haben wir noch geladen. So. Blau ist da, aber er sagt, wir müssen da weiter noch entlang. Was, wir gehen den Weg da entlang. Ich liebe diese Klingen, die sind einfach unbezahlbar. Da kommen wir nicht um, aber da geht's rauf. Warte, da ist auch noch eine Kiste. Das braucht's mir gar nicht aufbringen, da das explodierende Drecksgeschichtel da. So. Schlüssel. Wow. I'd heard people do this out in the wilderness, but I never quite believed it. What? Just go out in the woods and dig for crude. How else are they supposed to get it? You should see Zilla's operations. Clean, efficient, safe. This? This is like playing tag in a uranium mine. If you love Zilla so much, why don't you marry him? He's a great scientist. Yeah, so was Oppenheimer. What's the weather like up your butt? See for yourself. So, den Weg da zurück. Jetzt müssen wir wieder dort hin, wo versperrt war. Die Kern geschnitten. Besser. Viel besser. Stinkt dann immer so. Ah. Jups.
auf. Da sind wir schon. Da sind wir schon, da sind wir schon. Und wir haben den Schlüssel. Checkpoint, Checkpoint. Tada! Na, ja, was ist mit dem Empfang? Spärlich. Spärlich, sehr spärlich der Empfang. Etwas Kisten hier? Nein, keine Kisten. Total mieser Empfang, außer dass da drinnen schon wieder so ein schierer Hund steht. Können wir den jetzt einmal ausprobieren? Nein, 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 nein. Ah. Bringt genau nichts, oder? Also, der Pfeilbogen bringt nichts. Ah ja, wir haben ja da eigentlich... Boah, ich geh mir nicht mehr aus. Viel zu viel Waffen. Gut. Wie viel sind das noch? Was für ein Fight, was für ein Gemetzel. Take this. Kehre zurück und spreche mit Smith. Was war denn das eigentlich? Ahahaha.
Da stehen sicher noch Kisteln irgendwo, bin ich mir ganz sicher. Hey, Raumschiff. Schaut ein bisschen havariert aus. Steht wahrscheinlich schon ein bisschen länger da. Tatsächlich, die haben keine Kisten. Da gibt's nichts. Na gut. Gehen wir zurück. Es schneit immer mehr. Was ist denn da los? Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja kein Flankerl mehr. Jetzt wird es schon ziemlich kalt. Kalt, 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 kalt. Quest abgeben, bis er sie kehrt. I found your pals in the forest. Give him the crude. What about them? They were playing a little fast and loose out there. Give him the crude. What did you expect on the frontier? Let's just say you could fit what's left of them into a decorative vase. Will you just go? Oh, well then I'm gonna have to think about how to source some more. Just relax, old man. I got you covered. You are such a... Call me old man again, and I'll cut your wang off. I read you loud and clear, sir. Come see me again if you find yourself at loose ends. Ah, jetzt können wir die nächste. Ich habe die Schmiedeschriftrollen meines Großvaters in seinem Haus gelassen. Hey, I've been meaning to ask you about these swords. Yes? You say you made these? These are Tamagahane steel. You don't just make Tamagahane steel blades. You don't, but I do. I apprenticed for 20 years, and each sword takes me around 6 months. You spent 2 decades learning this? That was a quick study. How did you find a master sword maker willing to take you on, given your, you know... My non-traditional skin color? Yeah. I learned from my grandfather. He was a traditionalist. But was able to overlook my background, given the complexity of our family history. Do tell. My grandfather was the last surviving member of the Masamune clan. Is that so? And let me guess, your uncle was Kaiser Soze? Believe what you want. I am who I am. Ah, I've heard that one before. I think it was Yahweh, or was it Popeye? I always get those two mixed up. Your disbelief is reasonable. My family was a living ghost story. They forged the Nobutsura Kage. If you believe that sort of thing. Believe it. Brother, I own it. Now, who is telling tall tales? Oh, I got it right here. But it's not what it used to be. No? I used it to kill a god. After I did that, it began shrinking. See? Fascinating. Does it have the powers from the stories? It did. Little hard to wield now, though. Unless you're Mighty Mouse. What if I told you I could fix it? I'd say that's the third most unbelievable thing you've said during this conversation. Let's see. Oh, dear. I don't have the correct scrolls here. They're in my grandfather's library. If you retrieve them, I will see what I can do. Oh, don't worry. Fetch is my favorite game. I'm not telling you how to live your life. If you're in the neighborhood, check it out. Or don't. Whatever you say. Natürlich machen wir es. Wir wollen ja das Schwert wieder haben, nicht? Das war ja recht gut. Wer den ersten Teil gespielt hat, kann sich ja noch erinnern dran, was da alles gegangen ist mit dem Schwert. Gut. Wie geht's hier da? Unverändert. Ja.